Hier, verlasst euch nicht nur auf mein Wort, dass das Ruder euch hintergeht. Dies ist ein Schreiben von einer Schwester an die andere. Sie prahlt damit, mit ihrem Reichtum die Abtrünnigen im Indischen Ozean zu manipulieren. Guten Tag und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Skull and Bones. Neue Woche, neues Glück. Ich zeig's euch mal, was ich meine. Würde ja sonst sagen, der ist ja bekloppt, der Alte. Jo. Die Wochen gehen weiter. Die wöchentlichen Updates, will ich mal sagen. Es gibt jede Woche was Neues. Das ist schön. Das ist sehr toll. Das finde ich sehr, sehr cool. Schreckensflut. Gibt's wieder. Geile Sache. Ihr seht auch, überall gibt's jede Menge schöne Belohnungen. Es gibt auch das Sommerfest. Das gibt es jetzt. Und am Abgrund. Angst vor dem Abgrund. Das könnte sehr interessant werden. Ja. Wird spannend, denke ich mal. Ja, das ist jetzt nur noch mal kurz zur Übersicht. Schön, dass es da auch noch weitergeht und nicht nach 4 Wochen so, ist jetzt aus. Weil bei manchen Pässen ist es ja so, dass da nichts Neues kommt 3 Monate lang. Deswegen, das ist schon eine schöne Sache. So, sorry, wenn ich so oft so sage. Hier haben wir jetzt alles soweit. Okay, ihr seht da oben, ich habe jetzt schon wieder 150.000, also das ist easy, also das ist jetzt kein Problem. Sovereigns habe ich auch ordentlich, wie gesagt, da sehe ich keinen Sinn drin, warum ich es freischalten sollte. Wenn es Achievement gibt, mache ich es mal, aber wie gesagt, just for the lul würde ich es höchstens mal machen. Weil hier gibt es schon eine schöne Strecke hier, dass man die so oder hier so runter fährt und dann hier so rum die Lum, keine Ahnung. Oder hier unten das Eck. Keine Ahnung, sage ich ganz ehrlich, weiß ich nicht. Wir machen heute ein paar Sachen. Habe hier die Mission hier freigeschaltet. Trifft dich zu einer Unterredung mit Bertrand Hubak in seiner Basis in Fort Lewis. Ja. Also da hat er auch wirklich seine Basis. Da müssen wir mit dem quatschen. Da steht er scheinbar irgendwo. Und wie gesagt, das habe ich noch nicht ganz hier. Weil es fehlt hier noch. Es fehlt hier noch. Nein. Da bräuchte ich noch 2 Märkchen. Aber wie gesagt, das kriege ich so easy voll. Ich muss jetzt nicht Peitsche, 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 Peitsche machen. Ne? Von dem her, ich krieg's noch voll, da machen wir keine Gedanken. Ich konnte jetzt leider in letzter Zeit auch nicht so viel zocken, Skull and Bones. Von dem her dauert es ein bisschen länger. So, das nächste ist jetzt hier Vers der Vergeltung. Es gibt ja Vers der Reue. Das haben wir ja gemacht, das war ja hier beim Kopfgeld Stufe 14, wenn ich mich nicht irre. Stufe 14, Bertrand Hubak, ne? Und das andere ist, ach, halt der Bruder halt. Na, der Bruder. Den wir dann versenken müssen. Das habe ich angenommen. Stiller Tod, Lestari gibt es immer noch. Die Quest Rinsky. Wegen den Schuborinskis und etc. Aber ja. Ich würde sagen, wir gehen erstmal da runter. Schauen uns das mal an. Und dann gehen wir mal einen Schritt nach dem anderen. Falls ihr euch fragt, was für ein T-Shirt ich trage. Homer at work. Oh, ich werde nicht mehr gesehen. Ich verschwinde. Homer at work. Deswegen. Ja. Hier gibt es einen Geheimgang. Cool. Also ich habe mir schon gedacht, dass hier irgendwas sein muss. Weil, falls ihr euch erinnert, da waren ja überall solche riesigen Flaggen gehangen von ihm. Und das ist... Das dachte ich mir schon fast, dass hier was sein muss. Aber ich bin hier nicht weiter rumgelaufen, geschweige denn, ich habe mir hier mehr Sachen angesehen. Die haben hier nur ihr Lager aufgeschlagen. Betreten. Cool. Das ist ja echt cool. Huch. Ich will cool sein. Moment. So. Shift drücken. Okay. Erstmal komisch hinhopsen.
Okay, keiner zu Hause? Hallo? Warum war keiner zu Hause? Okay. Also das ist wirklich cool, dass das jetzt hier drin ist. Und damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Schauen wir mal hoch. Ah, hier. Das ist nur der Vorhof. Von allen Schreiben an Piraten, die sich Kanone für Kanone mit mir maßen, seid ihr der Erste, der antwortet, Kapitän. Ja, ich nehme an, ihr und meine Wenigkeit können uns einigen, sodass wir beide profitieren. Das Ruder hat euch geschickt, nicht wahr? Sie versprechen euch Freiheit und Macht, und doch zerren sie an der Kette um euren Hals. Sagt mir, Kapitän, warum riskiert ihr Leib und Leben für ihre belanglosen Trophäen? Lieber abtrünnig. Beides kann man sagen. Aber ich finde es jetzt voll cool, sei ich ganz ehrlich. Also ich finde voll geil, dass man jetzt hier auch so Konversationen machen kann. Das hat mir bei der ersten Season so ein bisschen gefehlt mit La Peste. Und ich find's cool. Ich find's wirklich cool. Und doch seid ihr hier und folgt blind den Befehlen anderer. Habt ihr euch gefragt, warum das Ruder mich und meinen Bruder tot sehen will? Wir sehnen uns nach der Freiheit, unsere Segel selbst zu lenken. Für euch mag es Ruhm, Macht und Einfluss entlang dieser Küsten sein. Doch für uns, oh, wir träumen von der Rückkehr auf die Bühne. Und während ihr vor den Türen des Ruders fegt, verbirgt sich dahinter ein Schatz, größer und mächtiger, als ihr es euch vorzustellen vermögt. Mein Bruder und ich haben keinen Zwist mit einfachen Abtrünnigen wie euch. Nur das Ruder und seine Verbündeten sollen durch die vereinte Kraft der Compagnie Royale und der Kurflotte fallen. Und wenn es soweit ist, wollt ihr dann nicht lieber mit uns auf der großen Chorbühne stehen? Schließt euch uns an, Kapitän. Dann versprechen wir, euer aufstrebendes Imperium zu verschonen. Und wenn das Ruder vernichtet ist, wer würde dann die Trümmer aufsammeln, wenn nicht ein umtriebiger Abtrünniger wie ihr? Hier, verlasst euch nicht nur auf mein Wort, dass das Ruder euch hintergeht. Dies ist ein Schreiben von einer Schwester an die andere. Sie prahlt damit, mit ihrem Reichtum die Abtrünnigen im Indischen Ozean zu manipulieren. Bist du von Sinn, Bertrand? Mit dem Pestkönig zu reden war eine Sache. Doch glaubst du, dieser Schaumschläger kann seinen Arsch von einem Palstick unterscheiden? Armand, Bruder, komm zur Vernunft. Um das Ruder zu vernichten, müssen wir ihn und ihre Verbündeten nehmen. So nutzen wir ihre Schwächen aus und enthüllen den Verbleib ihrer Schätze. Und so werden wir wieder singen. Meine Offiziere sagen, dass der hier schon das Bett mit ihnen teilt. Der Arschlecker! Glaubst du wirklich, ein Hund beißt die Hand, die seine Taschen mit Achterstücken füllt? Nun halte deine Silberzunge im Zaum! Die Zeit zum Reden ist vorüber! Wenn ihr mit dem Ruder unter einer Decke steckt, seid ihr für uns nicht von Nutzen. Zur Hölle mit euch und all den kleinen Scheißern, die dieses Höllenloch ihr Zuhause nennen! Okay! Der hatte zuerst ein bisschen Schiss gehabt. Und, okay, interessant. Die wollen das Ruder ein bisschen zerpflücken. Ist ja auch irgendwie logisch, weil es eine riesige Gesellschaft ist, etc. Und der hat ein bisschen Schiss. Na? Kann man da runterfallen? Nein. Okay.
Aber das ist sehr cool jetzt gewesen. Also ich fand's cool. Ich ja nicht über der Enthüllung, dass Bruder Schatz verbirgt. Ja, gucken wir mal. Sorry, ich komme wieder vorne ran. Aber das ist cool, das ist sehr cool. Und auch schön zu sehen, dass sich selbst die Brüder wieder mal nicht einig sind. Das ist schon cool. Also ich sag ganz ehrlich, sowas würde ich sagen, würde fehlen im Game. Klar, es gibt das Ruder, etc. Aber, und seine Fabriken jetzt in... Moment. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Moment. Es kommt nicht mehr. Ich gucke einfach auf die Karte, dann kommt es wieder hier. St. Anne, na? Und in, Telok Pajara. Na, da hat man seine Fabriken. Cool wäre es aber, der eine oder andere kann sich jetzt wahrscheinlich vorstellen, was ich meine, wenn man ein eigenes Versteck hätte. Und sagen könnte, okay, man würde jetzt beispielsweise mit Sovereigns irgendwie ein Versteck dann kaufen können und das dann immer weiter aufwerten und etc. hat irgendwie sowas. Das wäre doch ganz cool. Dann kann man sagen, man hat sein Imperium dann und man hockt da dann drin und etc. und könnte dann vielleicht so eine Art Gilde noch aufmachen, etc. Das wäre schon sehr, sehr geil, wenn man sein eigenes Versteck hätte, ne? Weil sowas, das würde so fehlen. Und von da aus kann man dann wieder andere Sachen machen. Klar, wir wissen, da oben ist ja kein Geheimnis, da kommt noch das Eck, auch wenn ich jetzt hier immer noch nicht diese, Moment, na, die zwei Sachen da zu Ende gespielt habe, aber ist ja kein Geheimnis, dass da oben noch ein Eck kommt, auf jeden Fall. Aber, na, ihr wisst, was ich meine. Es wäre cool, wenn man sowas Eigenes dann wirklich aufbauen kann. Wie gesagt, Ruder schön und gut, aber so sind wir so ein kleiner Zögling, will ich mal sagen. Und bauen uns nichts Eigenes auf. Klar, das gehört alles uns, etc., na? Aber es wäre cooler, wenn man halt sowas hier machen könnte. Das wäre sehr, sehr geil. Also nicht einfach so fertig hingeklatscht, wie jetzt die zwei Produktionsstätten. Das finde ich auch ein bisschen schade, ne? Das hätte man sich vielleicht ein bisschen mehr von GTA abschauen können. Also GTA 5 vom Online-Modus, ne? Da kann man ja auch alles, ne? Shenanigans. Wäre auch cool gewesen. Aber egal, ne? Es kann ja noch kommen. Es ist ja alles offen. Versprochen wurden auf jeden Fall 4 Seasons. Und die werden auf jeden Fall kommen. Und dann guckt man mal, wo die Reise hingeht. Sag ich ganz ehrlich. Aber so wie es aussieht, ist es cool. Und ich glaube, die haben endlich den Boden gefixt. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, Moment mal, dass hier nur noch hier der da ist. Ich bin tot. Hier ist keiner mehr vom Ruder. Also hier ist es nur hier der abtrünnige Kriegsherr. Aber der andere fehlt. Hier sind immer zwei verschiedene. Weil der hat diesen Kraken drauf und wir bräuchten den Typen, der den Ruderkraken drauf hat. Oder sind die davor? Weil es sieht ja stark ausgedünnt aus. Nee, der ist schon da oben. Ja, kein Wunder, dass ich den beim letzten Mal nicht gefunden habe, weil der gar nicht mehr da ist. Wegen den Schlawinern. Oder war es hier unten? Nee, hier unten doch. Lasst uns ein paar Geschichten hören, weg. Ja, der Ruder Harry ist weg. Nur der Abtrünnige ist da, der Typ. Müsst ihr noch einen zweiten geben. Ich kann mich aber jetzt gerade nicht erinnern, wo der war. Was? Das sah doch aus wie so wie du. Was kann ich einem gediegenen Egal. Wie euch anbieten? Wir tuckern mal rüber, beziehungsweise... Wir fliegen mal rüber. Bevor ich jetzt rüberfahren, ah. Yo, ho, 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 Piraten haben's gut. Moment, dann machen wir mal den Schlawiner-Move. Dann gucke ich gleich mal, ob ich noch ein bisschen Geld hier Dings ran. Ja, wie gesagt, ich finde es total cool, wie das hier eingerichtet ist. Auch mit dem Schatz, etc. und alles hier. Aber es wäre ein bisschen cooler, ne? Wenn man. Dann würde man es mehr als sein eigen empfinden.
Oder wenn es sich so füllen würde, erst mit der Zeit. Ha, ich hab richtig gut gehört. Aber ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Dann laufen wir mal raus. Zack. Huch, was war denn das für eine Ansicht? Moment, warten wir mal, bis es durchgetickt ist. Und ich würde hier gerne mal einen rumbestellen. Ich sag immer so viele Cocktails. Wie läuft die Jagd, Captain? Einen Franzosen versenkt? Oder zwei? Zwillinge sind alt. Nur ein Narr würde darauf eingehen, Captain. Aber was sagen wir? Der Feind würde alles tun, um Zwietracht in unseren Reihen zu säen. Welchen Schatz sie euch auch versprechen mögen, ihr Lied ist hübsch, aber bedeutungslos. Das Ruder belohnt jene mit den gleichen Ambitionen, die das goldene Rad schmieren und Profit bringen. Und die unsere gemeinsamen Interessen schützen, wenn es erforderlich ist. Kürzlich habt ihr Bertrand Ubac versenkt und einen Zwilling gedemütigt. Nun fegt sein Bruder Armand wie ein Sturm über den Indischen Ozean, während er neue Kräfte sammelt. Angesichts solcher Gefahren müssen wir zusammenstehen, Captain. Träume lassen sich nicht so leicht verwirklichen. Lasst euch vom feindlichen Sirenengesang nicht ins Wanken bringen. Denkt daran, ihr steht im Abgrund der Feuerprobe des Schicksals. Ein kleiner Denkanstoß. Wie will ich sagen, ne? Wir sind ja recht wohlhabend. Es gibt bestimmt nicht so wohlhabendere. Und die gehen natürlich auf so ein Angebot ein, ne? Aber ja, das Angebot ist ja jetzt eh nichtig. Okay. Wir haben ja zwei Missionchen. Fest der Vergeltung. Zeit, einen wilden Drink zu kriegen. Ja, ja, oder Odeur des Verteidigers. Die hatten wir doch schon gemacht. Oder nicht? Alles Gute, Galbi. Alles Gute, Galbi. Ja, ja, ja. Machen wir die Mitarbeiter. Ja, gut. Vor Anker. Ja. Schwerende Pestilenz. Dann machen wir den Shenanigans hier gleich. Zu Hause. Ist mir eine Freude. Machen wir den zwei Shenanigans. Ich danke euch. Dass wir weiter durch die Story durchkommen. Gut, dann machen wir das. Die nehme ich nicht an. Viel Glück. Eine Sache wir machen. Was? Ganz schnell. Ganz schnell, das muss ich nebenbei ab und zu mal machen. Sonst gehen wir pleite hier. Das soll ja auch nicht passieren. Und so wie ich es jetzt hier halt, ist es ja eh recht human. Schüttel. 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 Ich lieb die. Ich habe meine Meinung wirklich 180 Grad geändert. Also, das ist schon sehr geil. Muss ich schon sagen. Aber nur wahrscheinlich, weil es diese Feuer-Shenanigans ist. Und als Heiler finde ich die Brick wesentlich besser als die Bark. Muss ich auch ehrlicherweise sagen, weil für die Brick hast du ja halt den Vorteil hier mit den mit der Springfeder da. Und mit dem anderen Schiff halt nicht. Und die finde ich halt wesentlich effizienter, als jetzt einen Mörser dahin zu schießen. Weil die Dinger bleiben wesentlich länger. Miau. Deswegen wäre eigentlich sinnvoll, wenn ich mir mal nochmal eine zweite Brick baue und die wirklich auf Haien Shenanigans. Aber im Prinzip, da muss ich jetzt auch nicht viel hier machen, um die auf Haien umzubauen. Zack. Zack, dann gehen wir nochmal schnell dahin.
flup, 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 ob man hier überall rumfliegt. Und ich habe jetzt den kleinen Fratz hier bekommen for free, den hier. Kleine süßen Schlawiner hier. Werde ich zwar wahrscheinlich niemals im Leben ausrüsten. Vielleicht zu Neujahr, aber ansonsten nischt. Ah ja. Aber ich habe den Krebs schon mal freigeschaltet. Das hier muss man gleich immer annehmen, so ein Shenanigans. Weil meistens, wenn man kommt, kann man gleich zwei von denen direkt hintereinander machen. Ja, Lazzini. Ich denke, das kommt darauf an, wie sich die Stunden da überlappen. Möge der Wind euch weiterhalten. Fracht, zack, zack, zack. Das hat sich ja schon gelohnt hier. Das Lagerhaus, zack, zack, zack. Dann fliegen wir. Mach hier rüber und wir machen Fest der Vergeltung. Zack! Blup. Schönes Schiff. Schick. Voller Fahrt voraus! Langer des Pestkönigs wollen einfach nicht sterben, was? Ja, da müssen wir wohl doch noch ein bisschen warten, bis wir jetzt hier Fest der Vergeltung machen. Vor allem, ist das zweimal? Ist es dann zweimal? Einmal das Kopf bei Fest der Vergeltung. Wo ist der? Der ist da drüben. Der Fest der Vergeltung ist hier. Warum heißt es zweimal gleich? Okay. Bin ich schon blind, die heißen anders. Nö. Egal. Wahrscheinlich, ich würde fast sagen, das ist ein Fehler sogar. Das Schiff macht es auch nicht mehr lang, du. Sind aber schon im Gebiet. Das sind die Pestviecher. Da ist der Flavier. Hi! Ich habe tolle Sachen vor euch. Bleibt ihr stehen, meine Freunde! Ach, meinetwegen können wir alles hier anschießen. Abballern! Ciao und ciao, Kakao und ciao. Und ciao. Ach, das war ja öde hier. Finde die Belohnung, die für La Peste bestimmt ist und tausche sie gegen folgendes. Kopf des Seuchenbarons. Untersuche die Karte zur Chorbezahlung in deinem Frachtraum, um Hinweise auf den Ort zu erhalten. Geh Schatzkarte. Moment. Wir haben eine Vereinbarung mit diesen Opernclowns. Stimmung und Chaos im Gegenteil und segeln dann südchinesisches Meer, Niederländisch-Indien. Wie heißt die? Rangnok-Höhle. Meines Wissens irgendwie unten rechts. Wie hat es jetzt mal ausgesehen? Hallo? Der Zipfel hier. Das ist der Zipfel. Könnte es der sein? Waren das zwei? Ach, ich kann nicht direkt G drücken. Doch, das ist der. Das ist der Zipfel da. Dann tuckern wir mal da oben hin.
Aber schön, dass La Peste auch wieder aufgetaucht ist. Ich finde schön, dass sie die alten Events auch wieder so reinnehmen. Dann können die Leute jederzeit ihren Shenanigans dann nochmal machen. Nichts. Ja, und ich werde ganz ehrlich für die Sovereigns, ich werde 300.000 anvisieren dieses Mal. Habe ich auch beim letzten Mal und nicht, was heißt nicht geschafft. Ich habe es halt dann nicht verfolgt gehabt, so zielstrebig, aber ja, denke ich, werde ich mal als kleines Ziel trotzdem mal so machen. Wenn nicht, wenn ich ganz lustig bin, automatisiere ich halt alles, weil empfohlener Schiffsrang 4, das ist halt auch nichts. Ne? Da kann ich ja also so Müllschiffe einfach wirklich hin schippern lassen. Zack. Meine Priester. Huch, ich wollte eigentlich hier esen. Oh, wie cool der Nebel hier ist. Nebel bleibt da. Ich will mal wieder durch Nebel. Nein, der Nebel löst sich auf. Meine Priester! Obwohl, wir sind drin. Er löst sich nicht auf. Nee, da. Interessant. Gucken wir mal vorbei. Sollte die Insel hier sein. Verfolgen halten. An einem Ankern. Ja, ja, lass mal mit deinem komischen Rama. Ich will keine Butter kaufen. Oh, das war ja. EZ. Verschlüsselte Nachricht. Mal gucken. Eine verschlüsselte Nachricht, die Position ranghoher Angehöriger der Korpsflotte enthält. Da kann sich ja Anita ja anschlüsseln. Okay. Ich finde es auch lustig, man kann auch nur zu Janita gehen, die andere Schwester da oben. Die ist so stoned permanent. dass die einfach nicht mit ihrem Leben mehr klarkommt. Bisschen einsammeln. Einfach mal 6.000 eingesammelt. Wie viel habe ich denn da eigentlich noch? Fracht verwalten. Nach Wert gesamt. Oh ja, oh ja, na, zweimal 9.000, einmal 5. Ja, also. Boah, na.
30.000 nicht einfach rumliegen zu haben, ist schon nice, ne? Das ist schön. Da rollt der Rubel. Den zähle ich nie mit, weil... Falls ich irgendwas damit machen will. Hier nochmal Skolox Verfolger. Schnellhändigensen. Oder war doch? Oder waren es lange Neuner? Verfolger oder lange Neuner? Ich verwechsel jedes Mal den Namen. Wird dann immer so angeguckt. Das ist nicht. Sag ich, nee, weiß nicht, weil es mich nicht interessiert. Das Ding soll Peng machen und viel Schaden machen. Und ich will das, was Peng macht und viel Schaden macht. Ich glaube, das war ein lange Neuner. Nicht Verfolger. Hello? Gut, euch zu sehen. Einmal hier. Ist mir eine Freude, Galbi. Mehr nicht. Schweinebrüßer. Ha. Pläne der Pestilenz. Seuchenkönig der Pest ist auf den Plan gedreht und bedroht Ruder mit seinen giftigen Ausdünstungen. Okay. Danke, Galbi. Okay, sehr interessant. Das spitzt sich hier irgendwie geführt immer alles weiter zu. Alles gut, ich würde aber erstmal sagen, dass ich mich erstmal bedanke für diese wunderschöne Folge. Und ja, hier können wir nochmal einen kleinen Blick erhaschen, wie die Karte da mal final aussehen wird. Ich finde es lustig, das liegt hier überall im Spiel rum. Aber so die Karte sieht man halt noch nicht, ne? Ist immer funny. Aber ja, in dem Sinne würde ich mich erstmal fürs Zuschauen bedanken. Wir schauen uns jetzt nochmal kurz die Belohnung hier an. Müll eigentlich, ne? Aber egal. In diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.